Geschichten aus der Geschichte. Stimmt's oder stimmt's nicht? Folge 12. Der indische Elefant Hanno war 1514 ein Geschenk des portugiesischen Königs an den Papst. Im Vatikan war Hanno die Attraktion, bis er 1516 plötzlich starb. Der Papst war so traurig über den Tod seines Lieblingstiers, dass er den größten Maler seiner Zeit, Raphael, beauftragte, ein lebensgroßes Fresko des Elefanten zu malen. Das Werk ist nicht erhalten, wohl aber diese Zeichnung. Und dieses exklusive Abbild liegt natürlich in Berlin. Stimmt's oder stimmt's nicht?